dieses verdammte Miststück. Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. Das ist schön, dass wir das wollen. Ich will aber auch Munition. Wie so häufig leide ich hier leider immer an chronischem Munitionsmangel. Ich glaube, wir sollten uns gleich mal wieder mal ein bisschen mehr prügeln. Macht, denke ich mal, ein klein wenig mehr Sinn. Wir haben also genug noch 10 Correga-Tabs. Womit wir uns ein bisschen noch die Zeit vergolden können, wenn wir mal wieder ein bisschen schwach auf der Brust sind, was Energie betrifft. Ich rede ein bisschen verwirrt, kann das sein? Wenn Sie mir folgen wollen, gut. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Der Solange Zug. Sie die Regeln einhalten, gibt es keine Probleme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Sie sollten Ihrem Captain etwas mehr zutrauen. Naja. Wenn ich dich nicht schon durch mindestens 3 Spiele begleitet hätte, müsste ich es mir zweimal überlegen. Sogar 4 waren's. Was ist das denn? Falsche Seite, falsche Seite! Snipern, die Snipern! Leckt mich doch am Arsch hier! Ich werde nicht mit euch snipern. Kisten! Hallo, Kisten! Und Munition. Die durchaus wichtige, immer zu gebrauchende Munition. Nein, 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 nein! Ha! Kisten? Keine Kisten? Diesmal keine Kisten? Ah, verdammt! Nein, 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 nein. Ahahahai. Rüber. Einfach noch rüber, einfach noch rüber. Na, 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 na. Ist überhaupt Chris abgeblieben? Es gibt nämlich nur eine Geschwindigkeit. Ahahahaha. Scheiße. Falsche Seite, habe ich mich jetzt wirklich für die... Nein, 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 nein. Oh, verdammt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Das. Sein. Penner. Ist er jetzt tot, oder? Alter, was ist mit denn los? Jawohl, die Römer, die spinnen. Nein, der ist mutiert, der ist mutiert. Einfach weiter, einfach weiter. Also, was heißt mutiert? Der ist halt jetzt noch... Verdammt, 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 verdammt. Ich sehe gerade den Weg nicht. Da. Tritt das Vieh einfach runter. Danke. Eieieiei. Ja, muss man auch ein bisschen Hackengas geben, oder? Ich hab's geahnt. Übelst in den Rücken geschossen. Roger. Captain. Okay. Alter, wo bist du denn, Chris? Mach hin, schnell. Ich seh doch... Nein, 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 nein. Ich hab's da noch gesehen, genau. Wichtig. Jetzt aber. Nein, da ist ja noch mehr. Ada! Captain, reißen Sie sich zusammen. Yeah. Der Heli greift uns gleich an. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. In Deckung. Verdammt. Ah, nein. Uiuiuiui, hier brennt alles. Lauf, Chris, lauf. Los. Nein, 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 nein. Ah, dieses Fluchtziehen. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht reden, weg hier. Und den Gegner einfach mal gekonnt ignorieren. Oder so. Einfach einen kleinen, geschmeidigen Tritt und weg ist der Gegner. Bewegung! Eieieiei, ich laufe ja schon. Bevor er wieder anfängt zu schießen. Verdammt, das... Was war mit Chris los? So, weil er gerade ein bisschen auf den Boden geschaut hat, ne? Wir müssen zu dem Gebäude. Ja, aber ich komme ja nicht weg. Ah, die Viecher. Da waren auch ein paar dieser...
Steingolems, Gnome, irgendwas, Dinger. Alpha an HQ. Ada One gesichtet. Starten Verfolgung. Hier HQ. Das ist schön, dass du tust. Mach mal lieber irgendwie den Weg hier frei. Ada One wurde am Kanal gesichtet. Charlie und Delta Team, Sicherheitslinie um Ku Cheng bilden. Ah! Hier müssen wir den Heli runterholen. Ach ja. Scheiße. Scheiße, ich bin so schlecht. Ah, ah. Schnell, friss die Tabletten. Und jetzt brauchen wir schnell wieder Granatmunition. Ah, Sicherheit. Ich hoffe mal zumindest, dass hier ist halbwegs Sicherheit. Wieso wusste ich, dass man diese Vase kaputt schießen konnte? Oh, rotes Kraut. So, jetzt haben wir wieder mal ein paar Tabletten mehr auf dem Start. Noch ein paar Granaten. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Wo bist du, Scheißding? Dir gebe ich's gleich, aber frag nicht nach Sonnenschein. Erstmal besorgen wir uns aber erstmal schön die Munition. Die ist wichtig. Wichtig. Oh, und wir finden sogar ordentlich Munition. Haha. Nein, Scheiße. Mach Platz. Das gibt's doch nicht, ich treffe gar nichts. Ich hab's geahnt. Oi. Nachladen. Oh, hallo. Da sind schon ein paar Javos, genau. Mach die mal kaputt, Chris. Ich muss nämlich gerade nachladen. Mach Chris? Chris macht seine Arbeit gut, oder? Wieso hat's mich denn erwischt? Leck mich. Flinte da, ne? Kümmern wir uns mal ein bisschen mit um die Viecher. War das nicht gerade eben auf der linken Seite? Aber okay. So, hat sich das Vieh auch erledigt. Granatenwerfer wieder Hand. Nein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist da. Ja komm, so gut geht's hier. Scheißding doch nicht mehr. Jawoll! So. Schön, dass jetzt alles hier mal eben kurz in der Hand in der Luft fliegt. Und wir dadurch wieder einen schönen geraden Weg haben. Oh. Habt ihr da im Hintergrund den Zug gesehen? Wisst ihr noch, was das mit dem Zug passiert, und ne? Und jetzt zu Ada. Verstanden. Ja, dann machen wir's mal auf den Weg. Nein. Nee, ihr könnt mich mal. Sie ist hier! Das ist schön, dass dies ist, aber ich will... Mein... Ach, verdammt. Boah, weggekontert. So, einfach weiter. Gar nicht rumärgern damit. Was? Ich kriege euer was? Euer Blut oder was wolltet ihr? Komm, Chris. Ha, seht ihr? Gar nicht erst großartig rumärgern mit diesen kleinen Mistviechern. Verdammte Javos. Einfach durch. Haben wir kurz eine Granate rein und dann durch. Okay, das ging jetzt recht schnell. Ah, bekannt. Wurde hier der C-Virus entwickelt? Ada!
werde dich kriegen. Alpha-Team an HQ, bitte komm. Wir verfolgen Ada Wong. Verstecken nützt nichts, Ada. Ja, das wissen wir auch. Im Endeffekt kriegen wir sie doch. Aber da müssen wir sie wieder freilassen. Aber erstmal müssen wir noch dieses komische Schalterrätsel da machen mit diesen komischen Bodenstaubsauger-Meme. Nein. Wenn man von Teufel spricht. Der Aufzug! Wir wissen ja, wer gerade parallel zu uns da läuft. So, ich wollte nur kurz wissen, ob ich die richtige Taste drücke. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Genießen Sie den Aufenthalt. Ach, das gibt's doch nicht. Lachen Sie ruhig, Ada. Das wird Ihnen vergehen. Na, ah, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich habe gar keine Munition mehr, habe ich da gerade falsch gesehen. Verdammt! Ja. Verdammt, er ist weg! Ja, ja, da habe ich es mir auch schon aufgefallen. Auf jeden Fall, dass das jetzt immer noch nicht auf mir laufen gab, parallel zu der Storyline von Leon S. Kennedy und Helena. Und selbst hier ist das mit dieser blöden Perspektive, dass sich die einmal da so umschaltet. Hallo, na 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 na, ich sehe total doof aus, wenn ich so auf so einer starren Kamera mich bewege. Na 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 na. Hm. Da 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 da. Ich weiß ja noch, wie ich am besten diesen Dingern ausweichen kann. Und ein Heilspray. Das heißt, wir können jetzt gleich auch erstmal mal so ein bisschen unsere Tabletten in Ruhe lassen. Ich überlege gerade, wie ich das gleich am besten mache. Versuche ich das Schloss zu knacken oder weiche ich einfach nur wieder permanent diesen komischen Staubsaugern aus? Was zur Hölle ist das hier? Bleiben Sie wachsam. Wer weiß, was das Miststück geplant hat. Ja, ist mir gerade egal, aber wir können nicht rennen. Nein, nein, nein. Wir sind gefangen, Captain. Ja, sind wir. Staubsauger, wo seid ihr? Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Ich kann noch nicht mal die Waffen wechseln. Ada! Da sind sie doch. Staubsauger. Faszinierende Arbeit geleistet. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Ah, verdammt. Jetzt? Beschäftigen Sie die Biester. Ich öffne das Schloss. Ach, da gibt's doch nicht. Nicht schon wieder. Hallo. Ja. Sicherheitsverstoß. In Raum Zero. Hui, 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 hui. So, das ist... Die sind eigentlich schon... Sicherheitsverstoß. Nein! Da, bam, bam, bam. Wie gesagt, einfach nur kurz hinlaufen. Sicherheitsverstoß. In Raum 0. Ja, genau. Wie gesagt, also ich würde da gar keine Munition dran verschwenden. In Raum 1. Ja, ja, ja. Sicherheitsverstoß. Oh, 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 oh. Ah, ich hab's geahnt. Wenn man einmal liegt, das ist jetzt... In Raum 1. Uiuiuiuiuiuiui. Sicherheitsverstoß in Raum Zero. Deaktiviere Verriegelung in Raum Zero. Los geht's! Wir haben keine Zeit! Ich möchte nicht, dass wir Ada kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. 5000. 5000. Oh, die sind immer noch da drin am Kämpfen. Mit diesen Staubsaugern. Ich frag mich gerade, ob wir die irgendwie retten können. Nochmal 4000, also 14.000 Erfahrungspunkte, das ist sehr geil. Schade, dass man hier jetzt nicht so wirklich live sehen kann, was da gerade passiert. Schade. Hätte ja sein können. Oh
Los, Ada. Geben Sie auf, Wong. Wir haben Sie. Krieg dich, dummes Stück. Seit wann dürfen kleine Jungs zum Militär? Na gut, ich nicht, aber Chris kriegt dich. Bleib stehen. Was soll denn der Quatsch? Hat Spaß gemacht. Ciao. Ada! Ach, als ob der eine Rolle spielt. Bleiben Sie dran! Mach ich ja. Aber ja! So, meine kleine Sprintanlage. 20, 15, 10. War sie immer so? Okay. Okay. Ja, tut mir leid, dass Chris so weit hinten liegt. Nee, sonst wäre er schon längst viel weiter. Da ist sie. Halten Sie sie auf. Ich hab sie. Chris? Leon? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Sie will anscheinend zum Hafen. Los, rein! Hey, Pierce. Was Sie gesagt haben, dass ich für etwas davonlaufe. Sie hatten recht. Captain? Können Sie sie einholen? Und ob ich kann. Jetzt kommt wieder ein unbekannter Teil. Bin ich mal echt gespannt. Wir fahren ja, ne? Wir müssen uns jetzt nicht auf das Schießen konzentrieren. Ada Wong bewegt sich in südliche Richtung zum Militärhafen. Ich empfehle erhöhte Wachsamkeit. Ach du Heilige, wir fahren selbst. Keine Sorge, wir schaffen das. Huhu. Ich habe genug von diesen Spielchen. Verdammt, da bin ich ja gar nicht gewöhnt. Sowas. Ja. Brems ab. Turbo auf A. Hat mir gerade schon aus dem Eingesetzt. Warum setzt er den Turbo nicht ein? Ah, jetzt können wir erst wieder. Also ein Need for Speed ist es nicht, aber es ist schon interessant. Muss ich jetzt echt mal zugeben. Ja.
Verdammt, 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 verdammt. Chris an HQ. Blockieren Sie alle Ausgänge. Oh, wie weit ist sie weg? Nicht. Alle Einheiten sind im Einsatz. Wir können niemanden entbehren. Aha. Verdammt! Könnte das zu Ihrem Plan gehören? Keine Ahnung. Hui. Mein Gott, also, na gut, wie gesagt, aber es macht schon ein bisschen Spaß, ja. Also, es, wie gesagt, es ist kein Need for Speed oder sowas in der Art, aber es macht Spaß. Jetzt haben wir dich. Was war das denn? Ich möchte jetzt ungern durch diese ganzen Kisten durchfahren, wer weiß, was das ist. Komm schon, Turbo, Turbo, geh auf, Mann. Turbo! Ja, natürlich, natürlich. Oh, 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 oh. Geben Sie auf, Ada. Wir haben hier jemanden in der... Ach so. Bamski. Und unser Auto sieht auch noch recht gut aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Wow. Turbo, Turbo. Los, ich brauche den Turbo, Mann. Ich brauche den Turbo. Da ist der Turbo. Und da. Einfach durchheizen. Vor allen Dingen, dass unser Humvee offensichtlich sowas hat, finde ich schon ziemlich geil. Die kleine Nitro-Einspritzung. Ich bin der beste Fahrer in der BSAA. Ja, merkt man gar nichts von gerade. Das war sehr, sehr mies. Verdammt aber auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Müssen wir kriegen. Zeugen von wegen. Wahrscheinlich doch die Gründerin von Neo Umbrella. Nicht nur arbeitet dort. Das war mies, das war mies. Alpha, kommen! Hier Delta! Wir hören, dass die Ada Wong verfolgen! Ja, wir richtig. Tun unser Bestes, aber lange halten wir nicht mehr durch! Erwischen Sie diese Frau, bevor alles noch schlimmer wird! Keine Sorge, Soldat, das werden wir! Schützen Sie nur die Zivilisten! Verstanden! Viel Glück! Hoffentlich ist dieser Mist bald zu Ende! Delta, Ende! Hoffe ich auch mal. Ah, nein, 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 nein! Wie heißt es so schön, wer bremst, verliert, ne? Dann werden wir jetzt einfach mal die Finger komplett von der Bremse wegnehmen. Ja, ba. Nein! Ha! Von wegen, du Miststück. Oh Mann, oh Mann. Da kommt ein Zug! Yo. Huhuhu. Und wieder auf die Straße. Bei Resident Evil 5, da war leider immer so schade, dass man da nur quasi nur über Hotbuttons ein bisschen was machen konnte. So. Ja, das weiß ich auch inzwischen, dass wir Ada Wong verfolgen. Also musst du mir nicht dreimal sagen, das Spiel, du. Du böses Spiel. Turbo gibt's übrigens gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns langfahren. Ne? Ich gehe mal davon aus, das ist richtig. Alter, du kannst doch hier nicht stehen bleiben. Der will mich jetzt verarschen, oder? Verdammt, verdammt, verdammt. Unser Fahrzeug ist gleich hin. Natürlich, jetzt haben wir ein fast komplett kaputtes Fahrzeug. Ich habe keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, ich bin. Also wir müssen auf jeden Fall nach oben jetzt kommen. Nee, hier kommen wir nur wieder runter. Mama. Genau, kurz eine Drehung. Der Wendekreis ist nicht ganz so gut bei diesem Fahrzeug. Das muss hier sein, ne? Jawohl. Ja, fahr hoch, Mann. Und bitte jetzt nicht nochmal so eine Aktion. Nee, schön. Da kommen wir nicht mal weiter. Da, raus, Turbo. Nicht? Dann nicht. Hey, nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. Festhalten! Ich nehme eine Abkürzung!
Ja, kriege ich schon mit. Hauptsache, wir lassen uns erstmal hinten stehen. Sie wird nicht wieder davon kommen. Unser Fahrzeug sieht verdammt scheiße aus. Wir werden uns nicht los, Ada. Alter, was hat der für ein Fahrstil drauf? Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, was wir hier machen. Ja. Das werden wir nicht überleben. Leider. Da bin ich mir sehr, sehr sicher sogar, weil unser Fahrzeug, das hat gerade einfach viel zu viel Schaden genommen. Und vor allem, ich komme ja gerade gar nicht mit der Steuerung zurecht. Leider Gottes. Oh mein Gott. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, unser Auto, ich sag mal, zu heilen, zu reparieren? Ich bezweifle, dass wir überhaupt auf Elder schießen müssen. Ich mach's trotzdem mal. Auch wenn es wahrscheinlich gar nichts bringt. Mein Gott, aber... Also entweder ist das viel zu empfindlich oder ich weiß auch nicht. Dann los. Das war fies. Nein! Also das überhaupt noch leben, das will ich wirklich machen. Kann ich mehr schießen? Es deutet alles darauf hin, dass er Neo Umbrella gehört. Komm schon. Mach den kaputt da. Sehr schön. Ach, hinter uns. Eieieiei. Ganz böse Geschichte gerade. Und ich treffe hier nix. Da wollte Ada also hin. Das können wir nicht zulassen. Haben wir es jetzt geschafft oder sind wir tot? Nee, wir sind tot. Gut, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Wie gesagt, unser Fahrzeug war einfach schon viel zu sehr am Arsch. Sie wird nicht wieder davon kommen. Das ist jetzt nicht ernsthaft, oder? Sie werden uns nicht los, Ada! Nee, gut, stimmt. Ich bin jetzt am Steuer. Also nicht am Steuer, also hier am Geschütz. Wir haben wieder Vollenergie. Da ist das Spiel zum Glück wenigstens ein bisschen fair. Wahrscheinlich gibt es eine Medaille, wenn man die Verfolgungsfahrt im einen Mal durchschafft. Eieieiei. Aber also gut, jetzt mache ich mir gar keine Gedanken mehr. So viel Energie, wie jetzt unser Fahrzeug hat. Ich meine, schaut mal, wie lange wir jetzt hier die ganze Zeit mit fast gar nichts ausgekommen sind. Also das sollte jetzt wirklich kein Thema sein. Aber schade um die Medaille, falls es überhaupt eine gibt. Aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus. Ja, ansonsten wird es hier nicht wieder volle Energie geben. Oh mein Gott, ich treffe so gut wie nichts. Kann ich mich überhaupt nach hinten drehen? Nee. Wäre jetzt aber interessant gewesen. Aber dieser Tooltip da unten schießen, ja. Weiß ich auch inzwischen. Irgendwann darfst du weggehen. Ey, da junges Stück. Hör auf, da wegzufahren. Sehr schön eigentlich, das Ding, ne? Hallo, Ada. Du wichtige Zeugin, du. Kann man überhaupt die Raketen aus der Luft noch wegschießen irgendwie? Ich habe keine Ahnung, ob ich auch gerade treffe. Was, ihr Arschlöcher? Selbst Arschloch. Ja, lassen wir doch. Flugzeugträger, okay. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwie Sherry und der Jake damit was zu tun hätten. Los. Jetzt ihr. Da wollte Ada also hin. Das können wir nicht zulassen. Eben. Achtung. Und jetzt sind wir auch schon weiter. Wohin? Alter Angeber, das ist eine Aktion vom Master Chief. Ach, Ende des Kapitels 3. Pearson Islands. Trotzdem Rang A mit einem, ja schön, mit so einer verdammt beschissenen Treffergenauigkeit. Schauen wir uns einfach mal wieder an. Ne? Sie haben ihren gefallenen Kameraden gerecht.
Na gut, das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Sie haben einen Helikopter vom Himmel geholt. Ja, stimmt auch. Sie sind übereingekommen für ein gemeinsames Zielkämpfen. Okay, vielleicht meinen Sie, hat mit Leon ein Tier getötet. Tut mir leid. Erfolgreich einen Kopfschuss ausgeführt. Ja, einen Gegner mit einem Füßchen angefüttert. Ja, Gegner in die Tiefe gestoßen. Haben wir auch. Einen Gegner in die Tiefe eines anderen Gegners getötet. Okay. Nein. Nutzung der Umgebung. 10 Kopfschüsse. Erfolgreich einen Gegenangriff. Des Kapitels abgeschlossen, ohne den kritischen Zustand zu gelangen. Aha. Feinde zurückgedrängt. Komplettierungszeit. Haben wir nur B. Tode Rang A und Treffergenauigkeit Rang B. Wir sind einmal gestorben, ne? Wir haben noch 85 Feinde besiegt? Hey, ganz ehrlich, passt mir nicht, aber gut, was soll man machen, ne? Gut, Stunde 25 geht eigentlich. Nun gut, ich hoffe, ihr hattet zumindest bis hierhin Spaß und ich sag mal einfach mal bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.